es braucht unbedingt solche Projekte wie Hommage. Das große Demokratiedefizit, das wir in der Schweiz eben auch haben, aufgrund dieser sehr späten Einführung des Frauenstimmrechts, ist sehr wenig im gesellschaftlichen Bewusstsein präsent. Viele wissen zwar, dass auf nationaler Ebene das Frauenstimmrecht 1971 eingeführt wurde, in einigen Kantonen noch später. Aber was für Folgen das hatte, das ist eben sehr wenig Teil des kollektiven Gedächtnisses. Es gibt Studien, die zeigen, dass es einen Unterschied macht, ob Frauen im Parlament sind. Und ich denke, dass zum Beispiel die sehr späte Einführung der Mutterschaftsversicherung in der Schweiz eben auch direkt mit dieser sehr späten Einführung des Frauenstimmrechts zu tun hat. Und das ist nur ein Beispiel, es gäbe noch ganz viele andere. Und gerade solche Zusammenhänge werden eben über dieses Projekt sichtbar gemacht.